Das Forum Binnenschifffahrt findet seit einigen Jahren in Verbindung mit der Messe Shipping Technics and Logistics in Kalkar statt. In diesem Jahr hatten die Veranstalter des Forums, die Zeitschriften Binnenschifffahrt und Schifffahrt und Technik, zwei wichtige Themen auf die Tagesordnung gesetzt. Der Masterplan Binnenschifffahrt bildete den ersten Schwerpunkt. Fragen rund um die Digitalisierung auf Schiffen, in Häfen und entlang der Flüsse standen danach auf der Agenda. Der Masterplan als Grundlage für die Entwicklung in den nächsten Jahren stößt in der Branche weitgehend auf Zustimmung. Die Inhalte des Masterplanes, so bestätigte Achim Wehrmann vom Verkehrsministerium, würden nun gezielt abgearbeitet. Erste Schritte dazu seien bereits in konkreter Umsetzung. Die auch in der Binnenschifffahrt notwendige Digitalisierung wurde von Praktikern aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet. Welche Aufgaben in diesem Zusammenhang anstehen, stellte Jan Ninnemann von der Beratungsgesellschaft HTC aus Hamburg anhand der Ergebnisse seiner Studie dar. Wenn ich mir einen Container anschaue, der heute von der großen Seereederei oder von einem großen Spediteur von Asien bis zur finalen Destination im deutschen Hinterland durchgängig digital verfolgbar und nachvollziehbar ist, ich aber dann mir vorstelle, dass ich ein Binnenschiff habe, das als Blackbox agiert, weil es eben nicht in so eine digitale Transportkette eingebunden ist, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass perspektivisch sich so ein großer Logistiker oder Seereeder dafür dann entscheiden würde, vielleicht eher den LKW oder die Bahn zu nehmen. In den Unternehmen werden bereits Werkzeuge der Digitalisierung eingesetzt. Gleichwohl, so die Erkenntnis des Forums, bleibt noch einiges an Arbeit, um die sinnvollen und machbaren Schritte in der Branche umzusetzen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehe, die Binnenschifffahrt deutlich stärker als bisher als vorteilhaften Verkehrsträger einzusetzen.